Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Destiny 2. Wir wurden jetzt reingestoßen in die nächste Kampagne im letzten Video. Und ja, die heißt hier Springflut auf dem Planet Titan. Und wir sollen die Energieversorgung in der Station wiederherstellen. Und ja, da gehen wir einfach mal hin. Ohne sich hier sonderlich zu verletzen, wenn es geht. Ja, klar. Gut, hier hoch brauchte ich nicht. Gut. Ja, wir haben auch ein paar Gegenstände erhalten. Ich könnte mich ja auch mal kurzzeitig mal ein bisschen erkunden, ob ich da schon was Besseres habe. Gibt es den R2-Vergleich? Ist immer ganz praktisch. Dann sieht man gleich, was hier besser ist und was eigentlich nicht. Das sieht man, Pfeil nach unten, Pfeil nach oben. Gut. Nichts ist besser, stelle die Energieversorgung, ist immer noch unser Ziel. Deswegen werden wir ja auch jetzt durchrennen. Nicht der Gegner. Ah, die hatten sich bekriegt. Das sind doch hier die Gegner vom Planeten Erde. Haben wir die Gefallenen hergeführt? Nein. Diese Geier sind uns seit der Evakuierung auf den Fersen. Ja, die bekriegen sich jetzt hier gegenseitig. Das finde ich ja ganz nice. Oh, ist ja noch jemand. Bleib mal stehen hier. Natürlich muss ich jetzt hier durch. Hier auch wieder. Oh, was Neues. Oh Gott, da ist auch noch jemand. Tschüss. Was ist das denn, ey? Versuch mal hier mit dem Raketenwerfer. Wow. Ich habe echt Angst. Macht Mordschaden. Ja. Mein Raketenwerfer kam zu spät. Würde ich jetzt mal stark vermuten. Was? Immun stand da? Echt jetzt? Hat Schaden gemacht. Wir sind auch Level 8 geworden. Wieder ein Level. Es geht ja hier bei Destiny bis maximal Level 20. Und dann gibt es ja noch diese Power-Stufe. Die zählt da schon mehr. Aber natürlich mit den Charakterleveln kann man natürlich die eine oder andere Fertigkeit hier noch reinmachen. Sloan, Amanda, die Schar hat alles infiziert. Holiday, wir müssen dich wieder in die Luft bringen. Wir brauchen eine Gefahrenabschätzung aus der Luft, damit alles sicher bleibt. Oh. Ja, weißt du, mein Schiff musste während der Evakuierung ordentlich einstecken. Sobald alles läuft, führen wir deine Reparaturen zuerst durch. Herrlich. Ja, eigentlich möchte ich die ja nicht hier aufhalten, wenn die sich unbedingt gegenseitig hier die rüber einkloppen wollen. Weniger Arbeit für mich quasi. Aber mich reizt natürlich auch hier die Erfahrungspunkte und eventuell die Gegenstände, die ich da kriege. Jetzt zum Beispiel. Wow, was ist das denn? Boah, das ist eine fliegende Bombe. Gleich mal die Waffe wechseln. Die ist auch nice.
wir auch mal das machen. Wir können die Wellenenergiekonvertierer sehen. Klasse. Leg den Schalter um und aktiviere sie. Das habe ich jetzt auch gemacht. Einige der Kolben bewegen sich, aber wir sitzen immer noch im Dunkeln. Irgendwas lief falsch. Die Kolben klemmen. Tut mir leid, aber du musst da für mich raus und eine Übergangslösung finden. Was mich hier stört, ist, dass hier alles dunkel ist. Ich ja fast gar nichts mehr sehe. Wow, was war das denn? Wieder fallen, ne? Hier gibt es einige davon. So, was sagt die Minimap? Ich soll hier runtergehen. Hallo, wie geht's? Ja. Mitgerechnet, hä? Ich auch nicht. Gut. Wow. Mist. Das ist die Bombe. Die dürfen wir ja nicht so nahe kommen. Wow, noch eine. Ja, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen aufpassen. Mordsmäßig viele Fallen. Ich würde sagen, wir hauen hier einfach mal eine Granate rein. Das erledigt auch den Rest. Was sind jetzt hier runter? Auch was wird man hier nicht so viel Schaden nehmen. Oh, Mist, Mist, weg hier, weg hier, weg hier. Jetzt bin ich wieder in der Falle getappt hier. Ah, überall vollgespickt mit Fallen hier. Ja, es sind halt keine Fernkampfwaffen, die ich hier derzeit einsetze. Das ist halt das Problem. Nur vom Nahen machen die viel Schaden. Umso weiter die Gegner sind, umso schlechter ist das. Wow, das sind ja einige hier unterwegs jetzt. Da kann man ja schon fast draufhalten hier. Wow. Überall. War jetzt hier hinter mir? Nein. Aber es ist hier ganz schön heftig. Ich glaube, hier ist schon wieder so ein dickes... Nein, das sind die Flugviecher, die hier mir Schaden machen. Vor allen Dingen. Also ihr seht, ist ein bisschen anspruchsvoller mittlerweile. Wow, 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 wow. Es wird ja immer mehr hier.
kommen auch immer neue Gegnertypen auf einmal. Hast du das? Was ist das? Ja. Oh Gott, die explodieren, ne? Ich glaube, hinter mir ist auch was los. Nein, doch nicht. Alter Schwede. Da heilt sich natürlich wieder selber hier. Wow, 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 wow. Ja, wohin? Sag tschüss. Wir sind bei den Konvertiererplattformen. Okay. Überprüft, was die Kolben blockiert. Sobald sich wieder alles bewegt, können wir weitermachen. Aber ganz schön groß, solche Karten hier. Oh, wow, 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 wow. Jetzt müssen wir aufpassen. Immer wieder unten gelandet. Ja, hier muss man ein bisschen Feingefühl in den Fingern haben. Das merke ich doch jetzt schon langsam. Vor allen Dingen hier rutscht man so schnell ab, bloß weil man ein bisschen irgendwo dagegen rungst. Geschafft, glaube ich. Aber durchballern. Oh ja, wir haben das Problem gefunden. Die Schar hat den Kolben verschleimt. Dann schaffen wir Abhilfe. Der erste Kolben läuft. Wir haben ihn sauber geschrubbt. Das ist echt toll und so, aber hier ist es immer noch dunkel. Dann musst du wohl noch mehr sauber machen, Hüter. Also wir haben den ersten von zweiten, ja, den Umwandler sauer gemacht, in Anführungsstriche. So, natürlich hier einen Weg zu den anderen. Oh nein. Nein! Wer schreit denn hier so hässlich? Ich will mit den Schreihälsen hier nichts zu tun haben. Nach mir die Springflut, sage ich nur. Ach Gott, hier geht's gar nicht weiter. Ah, doch hier oben. Ups, das wollte ich nicht, das war jetzt ein bisschen zu heftig. Jetzt. Ja, hier muss man wirklich mal ab und zu gucken, wo es jetzt als nächstes weitergeht. So leicht ist das hier gar nicht. Gehirnlos einfach durchrotzen kann und laufen, laufen, laufen. Oh, fuck. Mist, er hat sich so eine Dings gebaut, so eine Schale, besser gesagt. Damit hat man das auch erledigt. Geht hier rein. Und es geht diesmal nach unten. Und
Los geht's. Oh, jetzt müsste ja alles geklappt haben. Der letzte Kolben ist sauber. Das Kontrollzentrum ist immer noch dunkel. Es liegt also nicht nur an den Kolben. Du musst da rein und dir die Sicherungen anschauen. Oh. Versuche es mit der Hauptplattform. Alle Leitungen gehen dadurch. Ja, ich habe mich schon gefreut hier, dass jetzt endlich der Strom geht. Es war wohl nix. Ah, eine blöde Musik kommt jetzt. Ich ahne schon Schlimmes. Boah, was ist das denn? Eine Hexe. Auch ein neuer Gegnertyp. Das sind Hexen, die hier erscheinen. Oh, und da sind auch einige Gegner. Wer tot? Man muss trotzdem noch vorsichtig sein. Oh, keine Munition mehr, jetzt nur wechseln. Muss hier irgendwo sein. Finde sie und leg den Schalter um. Ah, die haben wir schon gefunden. Die haben wir schon gefunden. Jetzt aber. Ja, der Strom läuft. Gute Arbeit allerseits. Wir müssen uns aber immer noch um diese abgefangenen Feindübertragungen kümmern. Ja, damit hätten wir die Mission abgeschlossen und diese wird auch in 3 Sekunden jetzt beendet. Also doch ein Happy End. Ich dachte, jetzt kommt nochmal so ein richtig großer Kampf. Kam nicht, aber wir haben lauter neue Gegnertypen kennengelernt. Zum einen jetzt auch die Hexe und ganz viele andere. Ja, also auch viele Gegner, die dann auch explodieren. Egal ob fliegen oder laufen. Ja, also der Planet ist wirklich ein Jump'n'Run-Planet hier. Kann man so sagen. Ja, und ich denke mal, das war's jetzt erstmal. Und wir machen dann natürlich im nächsten Video weiter. Falls euch das Video gefallen hat, dann einfach ein Like da lassen. Ansonsten hier den Channel abonnieren. Bis zum nächsten Video.